Hallo zusammen, es ist der 22. Februar und wir haben 17.42 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier, und hier geht es über Fraport, anfange. Mir ist es heute auch wieder aufgefallen, dass diese sogenannten Reopening Stocks, neudeutsches Wort für wir machen wieder Aufläden, dass die heute wieder erheblich gewandelt haben. Sowas wie TripAdvisor plus 11%, TUI plus 9%, Accor Hotel plus 6%, Fraport plus 4%. Da haben wir eine Lufthansa dabei mit plus 4% oder 3,5%. Auf der anderen Seite diese ehemaligen Stay-at-Home-Aktien. HelloFresh minus 7% oder Delivery Hero minus 8%. Hier findet ein Umdenken statt. Die Leute gehen davon aus, dass in 2-3 Monaten die Öffnungsphase in vollem Gange ist. Sagen wir es mal so. Mir fehlt meine Lieblingskneipe. Ich will auch mal wieder da sitzen, Bier trinken, die Leute anschauen, Biergarten. Deswegen werde ich jetzt nicht unvorsichtig. Ja? Aber es fehlt mir einfach. Ich habe mir die Fraport heute rausgesucht, weil ich habe da was gefunden, was durchaus interessant sein kann. Das hier, wo die Maus ist, ist die Pre-Corona-Phase. Da waren die Freunde bei 70. Jetzt mache ich mal den Chart hier ein bisschen näher ran, dass ihr seht, worauf es mir ankommt. So, hier. Das hier ist eine sogenannte Bullenflagge. Wir haben hier den Fahnenmast und dann haben wir einen dreimal bestätigten obere Begrenzung und eine zweimal bestätigte untere. Es ist natürlich ein Trendkanal, klar, aber Fahnenmast, Flagge. Und das Interessante bei Fraport wird, wenn wir diesen Punkt, ich mache es jetzt nochmal weiter größer, wenn wir diesen Punkt hier überbieten, das ist hier die obere Begrenzung des Kanals, das ist das obere Band und als allerletzte Bestätigung bekomme ich dieses kleine Zwischenhoch, was wir hatten am 8.2. bei 49,08. Dann wird es interessant. Die Freunde nehmen Anlauf, das sind zwei wunderschöne positive Kerzen hintereinander. Das gefällt mir. Das MACD als Trendfolger wird leicht positiv. Ich brauche noch eine Bestätigung hier. Wir haben lang, kurz und das nächste wäre kurz, wäre auch schön. Die Stochastik dreht deutlich nach oben. Also ich finde, wenn jetzt hier nichts irgendwas nennenswert Negatives passiert, wie zum Beispiel, wir werden den Lockdown verlängern bis zum 30.06.2022, haben die eine ausgezeichnete Chance, diese Flagge nach oben rauszunehmen. Dann wäre das erste Ziel hier im Bereich 52, aber im Prinzip ist das Ziel dann das Pre-Opening, das Pre-Corona Niveau von um die 68. Gefällt mir wirklich gut. Wir haben hier eine sehr schöne Unterstützung, die zusammenläuft mit dem unteren Trendkanal. Das hier ist die 200-Tage-Linie. Und da fange ich jetzt auch mit dem Schein an. Ich habe folgenden Schein reingebracht, für den Fall, dass ich recht habe. Und der kommt jetzt schon auf die Watchlist, wird er von mir erst gekauft, wenn wir hier diese 49,07 überboten haben. Das ist dieser hier, ein 39,82er. Ist im Moment ein 6,5er Hebel. Also das ist nicht besonders viel als Hebel, normalerweise nehme ich mehr, aber ich finde es völlig in Ordnung. Das hat die Kennnummer, dieser Schein, die HR3PP9, Heinrich Richard 3, Paula Paula 9. Und wenn ich Ihnen einen Call nenne, dann muss ich Ihnen auch einen Put nennen. Den Put, den möchte ich gerne hier ganz knapp dahinter legen, also so hinter die 50. Jetzt kann ich ja hier mit meinem System wunderschön mit dem kleinen Cursor hier spielen und dann finde ich diesen hier, das ist ein 10er Hebel, das ist 51,55, den möchte ich aber gerne gestoppt haben, wenn wir über die 49,5 gehen und schließen. Da habe ich genügend Zeit, den zu stoppen, das ist die Kennnummer Heinrich Richard 4 3L8, HR43L8, beide kommen auf die Watchlist. Momentan hat die Aktie tatsächlich eine bessere Chance nach oben. Man kann natürlich auch einen Schein nehmen, der hier ganz knapp dran ist, bei 43,5. Das heißt, mit ein bisschen Abstand, dann wäre ich ungefähr hier bei 43. Aber das ist eine heiße Geschichte. Ich gehe erst dann long, oder vielmehr, ich versuche erst dann long zu gehen, wenn wir diesen Punkt hier überboten haben, weil dann ist die Aktie bei mir deutlich freier. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.